Herzlich willkommen zum RTV Talk. Und weil es gerade jetzt wichtig ist, was man isst, um gesund zu bleiben in dieser Zeit, haben wir uns Ernährungswissenschaftlerin Magistra Gudrun Bertinknoll ins Studio eingeladen. Die wird uns heute ein paar Tipps geben. Ja, danke für die Einladung. Ja, Gudrun, wie wichtig ist es denn gerade jetzt, dass man gesund ist, oder wie kann man denn auch sein Immunsystem stärken? Ich glaube, bevor wir uns jetzt ein bisschen vielleicht anschauen, was man isst, ist es auch ganz wichtig, woher unsere Lebensmittel stammen. Das ist mir, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen eine Herzensangelegenheit zu sagen, dass es jetzt ganz wichtig ist, dass man wirklich regional einkauft. Man unterstützt dann nicht nur die Bäcker oder Fleischhauer oder Bauern aus der Region, weil die liefern eigentlich wirklich für uns diese wertvollen Lebensmittel. Und es wäre eigentlich total schön, wenn ich meinen Klienten in der Praxis dann nach Corona nur empfehlen könnte, gehen Sie zum Bäcker ums Eck und kaufen Sie sich ein wertvolles Brot. Und dann wäre es total super, wenn dann nicht die Antwort kommen würde, ja, das wäre ganz nett, aber der hat zugesperrt. Also das ist mir ganz ein wichtiges Thema. Du hast jetzt gesagt, ein wertvolles Brot. Was macht denn dieses Brot so wertvoll, wenn es aus der Region kommt? Was ist da wichtig? Worauf muss man da achten? Für mich ist immer ganz wichtig, dass man eigentlich gar nicht so das Negative in den Vordergrund rückt. Also sicher ist es gut, wenn in dem Brot keine technologischen Hilfsstoffe oder irgendwelche Zusatzstoffe drinnen sind. Für mich ist aber ganz wichtig, dass eigentlich durch diese Arbeit, was die Bäcker antun, quasi, dass sie sagen, sie lassen das den Teig reifen, da werden eigentlich erst diese wertvollen Inhaltsstoffe verfügbar. Da redet man von der sogenannten Phytinsäure, die so Eisen und Zink freigibt, und das passiert erst im Laufe dieser Reifung. Und gerade Eisen und Zink ist für das Immunsystem jetzt ganz, ganz wichtig. Das heißt, es bringt nicht nur den Bäcker oder was wenn ich was kaufe aus der Region, sondern wirklich mir, meiner Gesundheit und meinem Darm. Wie lange darf denn so ein Brot liegen, wo man sagt, da sind wirklich noch diese Inhaltsstoffe drinnen? Also Eisen und Zink wird nicht kaputt. Das heißt, bis ich mir die Zentas beiße. Das ist jetzt übertrieben gesagt. Also, aber das wird nicht kaputt. Die Mineralstoffe werden immer nur ausgelaugt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Salat ins Wasser lege, dann sollte ich den nicht so lange drin liegen lassen, weil dann gehen die Mineralstoffe quasi flöten. Aber im Brot bleiben sie erhalten. Das ist ganz was dort bleibt. Was kann ich denn sonst noch machen, um derzeit mein Immunsystem zu stärken? Worauf soll ich achten in der Ernährung? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man den Darm gut stärkt. 80% des Immunsystems sind im Darm. Und da ist ganz wichtig, dass man einfach auf die Qualität der Lebensmittel achtet. Und so ein paar Tipps wären einfach, dass man schaut zum Beispiel, dass man Farben auf dem Teller bekommt. Dass man sagt, ich habe zum Beispiel das Glück, ich habe nur Heidelbeeren eingefroren. Diese Heidelbeeren haben sehr viele Anthocyane, sehr viele Farbstoffe, die einfach für den Darm jetzt ganz, ganz wertvoll sind. Da stärkt man dann quasi das Immunsystem und auch die wertvollen Darmkeime, diese Mikrobiota, das ist ganz was Wichtiges. Also diese Farben in die Ernährung bringen, dass man sagt, man nimmt vielleicht einmal eine rote Zwiebel und keine weiße. Man schaut vielleicht einmal Mais, könnte man ein bisschen über den Salat geben. Eine Karotte, eine Orange, das sind ganz wichtige Sachen. Oder ein bisschen eine Schärfe auf den Teller bringen, dass man sagt, okay, ein bisschen eine Creme, ein bisschen eine Kresse, ein bisschen Schnittlauch, jetzt auch Bärlauch, Knoblauch. Also ganz einfache Tricks, glaube ich, sind da ganz wichtig. Jetzt habe ich das ein bisschen herausgehört, da geht es auch ganz viel um Rohkost. Wie viel Prozent soll denn jetzt Rohkost auf den täglichen Teller kommen? Ich glaube, dass das schwierig ist, so zu sagen, weil wenn ich mit meinen Klienten arbeite, arbeite ich sehr persönlich. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die sagen, ich vertrage Rohkost überhaupt nicht, dann ist es auch wurscht. Also da muss man schauen, dass man das so passend für den Menschen macht. Ich glaube, dass die Menschen wieder ganz viel auf ihr Bauchgefühl hören sollten und ich da eigentlich nur der bin, der herauskitzelt, was den Menschen gut tut. Aber ein gewisser Teil, und wenn es nur der Schnittlauch am Butterbrot ist, ist schon ganz wertvoll. Du hast jetzt von diesen Keimen, die man füttern soll, gesprochen. Wie kann ich denn das da machen? Hast du da Tipps für uns? Zum Beispiel auch durch Vollkornprodukte, aber auch bitte immer sehr auf die eigene Verträglichkeit achten. Welche Keime, es kommt immer darauf an, welche Darmbesiedlung ich bereits habe, wie viel Vollkorn, das ich auch vertrage. Das heißt aber, eine höhere Mehltype verwenden, ein bisschen Vollkorn, ein paar Haferflocken wo reinmischen, ist sicher was Wertvolles. Gerade dieses Lichenin, was in den Haferflocken ist, dass es so schleimig ist, wenn man Haferflockensuppe macht, ist ganz was Wertvolles. Natürlich auch Brokkoli, Kohlrabi ein bisschen dazwischen essen, ist was ganz Wertvolles. Eigentlich ganz normal essen, und das Pflanzenbetonte ist schon ganz wichtig, aber nur Gemüse zu essen ist definitiv zu wenig. Jetzt sind die Menschen sehr, sehr viel zu Hause und tendenziell, wenn dann vielleicht einmal so ein bisschen Langeweile aufkommt, geht man mal zum Kühlschrank und nimmt sich was raus. Wie kann man denn jetzt auch in dieser Zeit, wo man nicht ganz so viel Bewegung hat, mit der Ernährung so ein bisschen diese Ausgewogenheit erreichen? Ich glaube, dass man schauen kann, dass das Teller ausgewogen ist und dass eben auf keinen Fall, also Gemüse alleine ist zu wenig, dass auf keinen Fall auch das Eiweiß am Teller fehlt. Und das sind halt jetzt so ganz gute pflanzliche Eiweißquellen, sind zum Beispiel Bohnen, Linsen. Wenn man rote Linsen in der Suppe mit hinein verkocht oder man Bohnendose aufmacht und ein paar Bohnen über den Salat gibt. Das sind ganz wertvolle Eiweißstoffe und Aminosäuren, und die machen auch satt. Wichtig, glaube ich, ist auch wirklich ein bisschen Esspausen einzuhalten. Das ist natürlich schwierig. Wenn man ein bisschen langweilig ist, geht man ein bisschen schauen, was ist denn so zum Essen daheim. Ja.
Jetzt kann man sich gerade in dieser Zeit aber auch darauf konzentrieren, gesund zu kochen oder vielleicht ein bisschen was umzustellen, weil einem sonst so im Alltag die Zeit ein bisschen fehlt. Jetzt ist natürlich auch die Familie mit zu Hause, die das mitunter nicht teilt oder vielleicht auch die Kinder, die das nicht essen wollen. Wie kann man denn das der Familie schmackhaft machen? Ich glaube, dass es mir ganz wichtig ist, dass man in dieser Zeit nicht noch irgendeinen Druck erzeugt. Ich habe jetzt wirklich eine Klientin gehabt, die mich ganz verzweifelt angerufen hat und gesagt hat, meine Mama isst jetzt kein Gemüse mehr, jetzt wäre es aber so wichtig für sie, sie ist 80 Jahre und die Mama quasi für diese 80-jährige Frau quasi auf stur geschaltet hat und gesagt hat, isst sie nicht mehr. Ja? Und das ist, glaube ich, auch bei den Kindern jetzt ganz wichtig, auch wenn man in der Familie sitzt, dass man sie nicht überfordert. Wir haben alle mit Homeschooling, glaube ich, genug zu tun. Ja? Aber dass man trotzdem ein bisschen was versteckt, irgendwo ein bisschen was reinmischt und schon versucht, eben das ein bisschen schmackhaft zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt auch so in der Aufbereitung für die Kinder, genau. Macht man beispielsweise irgendwelche Obstgesichter oder Gemüsegesichter oder was rätst du da den Müttern und Vätern? Ja, das ist immer das Wichtigste ist immer das Vorbild. Ja, dass man selbst einmal das Gemüse zum Essen beginnt, dass man es vielleicht auch gar nicht wertet. Das ist mir immer ganz wichtig, nicht zu sagen, jetzt musst du aber das Gemüse essen, damit du irgendwann die Süßigkeit bekommst, sondern das einfach als selbstverständlich hinstellt und sagt, das wird jetzt einfach gegessen, schmeckt uns alle und in kleinen Mengen. Dass das einfach, wenn ein Kind was nicht mag, dann mag es dieses Gemüse nicht, aber es gibt sicher was anderes, was dann aber, was man einfach gern isst und was alle gern essen, das vielleicht auch lieb herschneiden, nicht zu große Mengen. Wenn so eine Schüssel da steht, dann ist es besser, man hat nur zwei Stück Karotten dort, das wie ein riesen Haufen Karotten. Also einfach nett herrichten in kleinen Mengen und ja, und immer wieder präsent, glaube ich, hinstellen ist auch ganz wichtig. Das heißt, immer so irgendwo nebenbei einmal jemand spielen. Genau, also das nebenbei nehmen und spielen, das ist auch ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, soll man das fördern bei Kindern, dieses Nebenbei-Essen, das kommt wirklich immer ganz auf die Situation drauf an. Also aber wenn man sagt, man sitzt einmal gemütlich am Abend beim Fernseher und man nimmt da irgendwelche Karottensticks, warum nicht? Ja? Das heißt ansonsten schon wirklich auf diese Rituale achten, gemeinsam essen und sich wirklich Zeit nehmen fürs Essen. Genau, glaube ich, ganz wichtig. Also dass Familien gemeinsam da sitzen, gemeinsam essen, das weiß man ja von Studien, dass das ganz wichtig ist für die Gesundheit, dass man einfach da sitzt und gemeinsam genießt und isst. Genau, und dann ist aber auch wieder mal Zeit, dass man nichts isst und dieses Nebenbei-Essen, da bin ich ein bisschen kritisch. Genau. Wenn man denn jetzt noch ein bisschen mehr über Rituale zum Essen oder über Ernährung allgemein von dir bekommen möchte, beziehungsweise vielleicht auch ein paar Quarantäne-Kilos loswerden möchte, wie kriegt man denn mit dir in Kontakt aktuell? Also im Moment ist es online. Also ich bin jetzt online in den Wohnzimmern mittlerweile. Also letztes Mal war ich bei so einem Babys erstes Menü-Workshop gehabt online, da war eine Mutter aber wirklich laufen. Also man kann das mit Skype oder was auch immer wirklich auch draußen machen. Natürlich, dieses Social Distancing natürlich, ganz wichtig. Aber es gibt im Moment online mit Einzelberatungen und Gruppenkursen, genau. Das heißt, man muss nicht auf diese Tipps verzichten. Und wir freuen uns auch, dass du bei uns im Studio da warst. Herzlichen Dank, alles Gute, bleib gesund. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren beim RTV Talk. Wir sehen uns.